Herr Kollege Gysi, wenn Sie nun noch Ergänzungen zu den Vermutungen des Kollegen Wissing über Ihre beabsichtigte Rede vortragen wollen, erhalten Sie jetzt das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ja, ich hatte mich auch schon gewundert, wie Herr Wissing meine Rede zur Verfügung gestellt hat. Dabei hatte ich das aber gar nicht vor zu sagen. Ich sehe übrigens mit großem Interesse, wie Frau Homburger und Herr Kauder die ganze Zeit mit einsprechen. Ich sage Ihnen jetzt schon, sie einigen sich trotzdem nicht. Aber kommen wir zum eigentlichen Problem. Die Finanzkrise ist ja noch längst nicht überwunden, obwohl viele hier so tun. Gegen den Euro wird weiter spekuliert. Und die nächsten Spekulationsblasen drohen ja zu platzen, und zwar wiederum in den USA. Da passiert jetzt nämlich Folgendes, dass die Gewerbeimmobilien nicht mehr zu vermieten sind und nicht mehr zu verkaufen sind. Da können die Kredite nicht mehr zurückgezahlt werden. Dann bleiben die Banken darauf setzen und dann erleben wir die nächste Krise. Und ich frage mich mal, was die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker, zum Beispiel der G20-Staaten, eigentlich dagegen tun. Sie treffen sich in Südkorea und teilen uns mit, es wird gar nichts dagegen getan. Ich finde das den Gipfel der Unverfrorenheit der Politik, und zwar weltweit, muss ich an dieser Stelle sagen, wirklich weltweit. Auch die Eurokrise ist nicht überwunden. In Spanien spitzt sich das weiter zu. Dort haben wir eine Rekordarbeitslosigkeit von über 20%. Wir erleben Sozialkürzungen, wir erleben den Kaufkraftrückgang. Die Binnenwirtschaft droht zusammenzubrechen mit allem, was das für Folgen hat. Dann sage ich Ihnen jetzt schon, Herr Schäuble, dann treffen sich wieder alle EU-Finanzminister und überlegen sich die nächste Spritze, weil das anders gar nicht zu handhaben ist. Wir kommen aus dem Gewurstel überhaupt nicht heraus, wenn nicht endlich mal die Wirtschafts-, Steuer- und Sozialpolitik wirklich umgestellt wird. Wir sind übrigens wegen der drohenden neuen Krise schon wieder dabei, dass die Banken sich gegenseitig misstrauen. Sie leihen sich gegenseitig kein Geld mehr. Das ist doch interessant, dass am Montag die Geschäftsbanken schon wieder 350 Milliarden Euro bei der Europäischen Zentralbank geparkt haben. Und zwar, obwohl sie bei dieser Zentralbank viel weniger Zinsen kriegen als bei anderen Banken, weil sie den anderen Banken nicht mehr trauen. Auch hier staut sich schon wieder alles an, was zur nächsten Krise führt. Übrigens, also gegen G20, um das ganz klar zu sagen, Herr Schäuble, Sie haben sich weder auf eine Bankenabgabe geeinigt, noch auf eine Finanzmarkttransaktionssteuer. Sie haben keine festeren Wechselkurse, Sie haben keine Regulierung der Finanzmärkte, die Wettgeschäfte sind nicht beseitigt, die riesigen Spekulationen gehen weiter, Hedgefonds können so weitermachen. Es ist doch wirklich nichts dabei herausgekommen, außer Spesen. So, und nun, was ist das Signal? Was sagen Sie eigentlich damit? Bisher den Banken und den Spekulanten. Sie sagen, treibt es weiter so, für die Verluste haftet ihr sowieso nicht. Die bezahlen ja bei uns die Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger, was ich übrigens den Gipfel der Unverschämtheit finde, um das auch mal klar zu sagen. Und wir werden euch dann schon wieder das Geld zur Verfügung stellen für eure Gläubiger, für eure Eigentümer, das heißt die Aktionäre. Aber nun hat ja die Regierung, das muss ich ja sagen, den ganzen Mut zusammengenommen eines Jahrhunderts, und hat sich entschieden, doch einen Gesetzentwurf zur Vorbeugung gegen missbräuchliche Wertpapier- und Derivatgeschäfte vorzulegen. Also, das Schwert ist aber ziemlich stumpf und wird wohl eher wirkungslos bleiben. Nun wollen Sie ungedeckte Leerverkäufe verbieten, das ist völlig richtig. Und ich höre, Herr Zollmer, wie Sie hier sagen, dass Sie das seit Jahren fordern. Sie hätten nur noch erwähnen müssen, dass Sie die Erlaubnis erst eingeführt haben. Also ich finde, das gehört dann schon zur Vollständigkeit einer solchen Aussage hinzu. Aber mal abgesehen davon, wollen die Leerverkäufe verbieten, aber nur in der Eurozone. Das heißt, außerhalb der Eurozone soll auch an unseren Börsen weiter spekuliert werden dürfen, und damit lösen Sie das Problem nicht. Das Zweite ist, dass Sie ungedeckte Kreditausfallversicherungen verbieten wollen, aber wiederum nur für Verbindlichkeiten im EU-Markt. Das heißt, Sie sagen, wetten auf den Dollar, wetten auf das Pfund, und das kann alles fortgesetzt werden, auch was Pleiten anderer Staaten betrifft. Warum sind Sie denn nicht einmal in der Lage, diesbezüglich ein vollständiges Verbot auszusprechen und zu sagen, wir wollen nicht länger von Spekulation leben, sondern Realwirtschaft entwickeln in dieser Gesellschaft? Warum sind Sie dazu nicht in der Lage?
Aber trotzdem, immerhin ist es ein Gesinnungswandel, der da in der FDP und in der CDU-CSU stattgefunden hat. Denn wenn wir ganz bescheiden solche Maßnahmen früher gefordert haben, haben Sie uns immer gesagt, das ist ein Teufelswerk gegen die Marktwirtschaft. Und ich stelle mit Erleichterung fest, dass Sie dazulernen können. Und dann sage ich Ihnen noch was. Wenn Sie aber bei der Halbherzigkeit bleiben, dann werden die Maßnahmen ziemlich wirkungslos bleiben. Das ist unsere Sorge. Ich sage Ihnen, was das Hauptproblem ist. Das Hauptproblem ist ein strukturelles Ungleichgewicht innerhalb der Welt. Wir haben eine Weltwirtschaft, wir haben einen Weltfinanzmarkt. Und wenn Sie sich dann die Länder ansehen, sind die Unterschiede so rapide, dass damit die Unterschiede geschaffen werden, auch übrigens im Finanzmarkt, auf die dann wiederum die Spekulanten spekulieren und dann ihre riesigen Gewinne machen. Deshalb brauchen wir was anderes. Was ist jetzt Ihre eigentliche Antwort? Ich kann ja nicht nur über dieses Gesetz reden. Herr Schäuble, Sie machen eine Agenda 2014. Sie sagen, woher kriegen wir denn das Geld, das wir jetzt dringend brauchen? Sie, innerhalb einer Woche können Sie immer so 480 Milliarden Euro verabschieden und solche Summen, um die Banken zu retten. Und nun steht ja irgendwann mal die Frage, was tun. Und nun sagen Sie, Sie wollen um 80 Milliarden Euro die Ausgaben reduzieren. Im Kern machen Sie keine einzige Steuererhöhung. Sie sagen damit, ganz einseitig werden wir die Lasten verteilen. Und ich habe wirklich gestaunt. Also, was machen Sie im Sozialbereich? Ich fange mal an bei den Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfängern. Da gibt es heute, ja, hören Sie zu, da gibt es heute Pflichtleistungen. Die haben Anspruch auf bestimmte Qualifizierung. Die sollen ja angeblich nicht nur gefordert werden, sondern auch gefördert werden. Und aus diesen Ansprüchen machen Sie Ermessensleistungen und sagen, bei diesen Ermessensleistungen muss bis zum Jahre 2014 ein Betrag von 16 Milliarden Euro gespart werden. Herr Schäuble, wenn man die sparen will, heißt es, dass es deutlich weniger Maßnahmen gibt. Und was heißt denn Ermessen? Welche Willkür führen Sie denn da eigentlich ein? Denn sitze ich da als Angestellter rum und sage, ja, die gefällt mir besser, die gefällt mir weniger, die eine kriegt es, die andere kriegt es nicht. Was ist denn das für ein Rechtsdenken? Machen Sie einen Anspruch und nicht eine Willkürentscheidung, wie Sie das hier vorbereitet haben. Dann streichen Sie, ja, warten Sie das Zweite. Dann streichen Sie das Übergangsgeld nach ALG I zu ALG II. Das heißt, Sie sagen den Arbeitslosen, du musst sofort rapide deinen Lebensstandard senken, das Übergangsgeld wird gestrichen. Das Dritte, was Sie sagen, Sie streichen die Rentenbeiträge für Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger. Das hat, ja, hören Sie zu, das hat zwei Folgen. Die eine Folge ist, dass Sie die Renten damit kürzen für die Betroffenen. Die haben schon sowieso so geringe Renten, die kürzen Sie noch weiter. Und das Zweite ist, wenn die dann eine Rente beziehen unter dem Grundsicherungsniveau, dann muss ja die Differenz doch wieder vom Staat bezahlt werden. Also jetzt sparen Sie das Geld und geben es dann später beim Grundsicherungsniveau aus. Nur mit einem Unterschied. Jetzt müssen Sie das bezahlen und die Differenz beim Grundsicherungsniveau muss die Kommune bezahlen. Und damit machen Sie die Kommunen noch pleiter, als sie ohnehin schon sind. Auch das ein Schritt in die völlig falsche Richtung. Und dann komme ich zum Mindestelterngeld. Nein, lassen Sie mich über das Mindestelterngeld sprechen, weil ich will noch mal die Geschichte. Ja, ich will noch mal die Geschichte. Ich wusste, dass Sie sich aufregen, aber das hängt doch zusammen. Sie machen doch das Sparpaket wegen der Krise. Und um diese Krise diskutieren wir hier. Sie können mir doch nicht das Wort verbieten, hören Sie mal zu. Und deshalb sage ich Ihnen, jetzt reden wir über das Elterngeld. Jetzt reden wir über das Elterngeld. Also, wie war's? Die Bedürftigen bekamen 300 Euro pro Monat zwei Jahre lang. Zwei Jahre lang. Dann hat die Große Koalition, meine Damen und Herren von der SPD, das müssen Sie auch rechtfertigen, hat entschieden, das Elterngeld von 300 Euro auf bis zu 1.800 Euro zu erhöhen, nämlich für die Besserverdienenden. Aber weil sie ja das Geld nicht hatte, haben sie gesagt, wir kürzen dafür das Elterngeld von zwei Jahre auf 12 Monate bzw. 14 Monate. Mehr als die Hälfte der Bezieherin kriegt aber nur die 300 Euro. Das heißt, den Ärmsten in der Gesellschaft habt ihr gesagt, ihr bekommt 10 oder 12 Monate weniger die 300 Euro, damit wir den Besserverdienenden 1.800 Euro bezahlen können. Das ist ein Skandal, das hätte die SPD nie mitmachen dürfen. Sagen Sie doch wenigstens mal. Sagen Sie das doch wenigstens mal. So, und jetzt kommt der Höhepunkt. Jetzt sagen Sie, wir streichen das Elterngeld für Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger vollständig. Die kriegen nicht mal mehr diese 300 Euro. Keine 12 Monate wie bisher. So, und bei den Besserverdienenden bleibt doch im Kern alles beim Alten. Weiter geht es bis zu 1.800 Euro.
Dann streichen Sie den Heizkostenzuschuss für Geringverdienerinnen und Geringverdiener. Ich will jetzt gar nicht darüber reden, was Sie da noch bei den Bundesbeamten machen. 10.000 Stellen wollen Sie streichen. Was heißt denn das eigentlich, Herr Schäuble? Kriegen dann nur noch britische Anwaltsfirmen den Auftrag, Gesetzentwürfe zu erarbeiten, weil ihre Ministerien das nicht mehr können? Was soll denn eigentlich dabei herauskommen? Abgesehen davon, dass es natürlich auch in jeder Hinsicht wirklich die Arbeitslosigkeit erhöht, dann wollen Sie auch noch die Bezüge der Beamten kürzen. Kurzum, Herr Präsident, ich weiß, Sie wollen mir sagen, dass die Redezeit abgelaufen ist. Ja, so ist es. Ja, ich weiß es, ich sehe es. Lassen Sie mich deshalb zum Schluss sagen. Wenn Sie, die beiden Verbote sind vernünftig, wenn auch nicht vollständig. Wenn auch nicht vollständig. Die reichen nicht aus. Sie werden es sehen, es bleibt eher wirkungslos. Wenn Sie nicht den Mut haben, eine Millionärssteuer, einen höheren Spitzensteuersatz, eine Finanztransaktionssteuer, eine höhere Erbschaftssteuer etc. einzuführen, dann setzen Sie ein Signal, dass Sie den Bankern, den Spekulanten und den Vermögenden sagen, ihr könnt Krisen verursachen, solange ihr wollt, ihr haftet dafür nicht. Das bezahlen in Deutschland die Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger. Und ich sage Ihnen, das ist dreist und nicht hinnehmbar.